Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren auf Tribünen, liebe Kollegen und Kolleginnen. Landwirtschaft betrifft jeden Mensch auf dieser Welt. Und deshalb betrifft die Diskussion zur grünen Gentechnik nicht nur die deutsche Landwirtschaft, uns Parlamentarier oder unsere mit qualitativ hochwertige und preiswerte Lebensmitteln versorgte, um nicht zu sagen verwöhnte, Bevölkerung. Nein, es betrifft auch die Hungernden und Falschernährten auf unserer Erde. Als Mitglieder des Deutschen Bundestages ist es unsere Pflicht, die Sorgen und Wünsche des deutschen Volkes ernst zu nehmen. Aber es ist auch unsere Pflicht, in Übereinstimmung mit unserer Überzeugung, resultierend aus unser Wissen und Gewissen, darauf zu reagieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich persönlich, und ich bin wirklich nicht der Einzige in diesem Bundestag, bin nach wie vor der Meinung, dass es nicht im Sinne eines so innovativen Landes wie dem unseren und seiner Bevölkerung ist, uns so radikal von weltweiten Entwicklungen abzukoppeln. Ich fühle mich in dieser Haltung auch gestärkt durch einen Aufruf von 107, ich wiederhole, 107 Nobelpreisträgern, die verlangt haben, dass die Kampagne gegen GVOs aufgrund der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aufgegeben werden sollte. Trotzdem kann auch ich mit dieser Opt-out-Regelung leben. Um diese EU-Regelung in nationales Recht umzusetzen, liegt uns jetzt, nach der Ressortabstimmung, ein Entwurf zur vierten Änderung des Gentechnikgesetzes vor. Das Ziel dieses Entwurfs hat Landwirtschaftsminister Christian Schmidt klar und deutlich beschrieben, nämlich das flächendeckende Anbauverbot von grüner Gentechnik in ganz Deutschland. Seit 2015 kann der Anbau von GVOs neben gesundheitlichen und ökologischen Gründen, für die meistens handfeste wissenschaftliche Beweise nicht zu liefern sind, auch wegen agrarpolitischer oder sozioökonomischer Gründen unterbunden werden. Es geht hier also nicht um die Frage Genpflanze ja oder nein, es geht hier um die Verbotspraxis und um die Frage der Zuständigkeit. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Anträge und Gesetzentwürfe, die Sie jetzt als grüne Opposition hier vorlegen, helfen in keiner Weise, tragfähige Lösungen für die Gestaltung eines Anbauverbots für gentechnisch veränderte Organismen zu formulieren. Nicht nur kommen Sie mit einem veralteten, über ein Jahr alt, einfach wieder aufgewärmten Gesetzentwurf, sondern auch mit zum Teil schon überholten Anträgen, die außer Schwarzmalerei und meisterhafte Vereinfachung nichts zu bieten haben. Ich frage mich, geht es hier um die Sache oder um parteipolitisches Kalkül? Fest steht für mich, diese Anträge sind einfach abzulehnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meines Erachtens haben die Bundesressorts mit dem vorliegenden Entwurf, der die Brüsseler Opt-out-Regelung in nationales Recht umsetzt, einen vernünftigen Kompromiss zwischen Bund und Ländern zustande gebracht. So werden Unternehmen, die eine Anbauzulassung für gentechnisch veränderte Pflanzen stellen, vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung dazu aufgefordert, das deutsche Bundesgebiet vom Anbau auszuschließen. Ja, dazu braucht die Regierung das Einvernehmen von 6 Ministerien, nämlich Forschung, Wirtschaft, Arbeit, Soziales, Gesundheit und Umwelt und auch eine Mehrheit im Bundesrat. Aber solange sich die öffentliche Meinung und die korrespondierende Position des Bundes- und Landesregierungen zum Thema GVO nicht ändert, kann das doch kein Problem sein. Und selbst wenn sich ein Unternehmen darüber hinwegsetzt, das Bundesgebiet vom Anbau auszunehmen, verfügt die Bundesregierung mit dem neuen Gesetzentwurf immer noch über ausreichende Mittel, einen Ausbau in Deutschland zu verhindern. In diesem Fall soll die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates eine Rechtsverordnung zum bundesweiten Anbauverbot erlassen, die sich auf zwingende Gründe stützt. Darunter solche, die bereits seit 2015 die Anwendung der grünen Gentechnik erfolgreich unterbinden.
Problem das. In diesem Falle nehmen de agrarpolitische en socio-economische argumenten kunnen zich zwingende gründen als umweltpolitische zielen oder de gevaar van verunreiniging ergeben. Daarbij zal zich die begründung aan de jeweilige regionale bedingungen oriënteren. Zusätzlich wird es den Ländern per Verordnung möglich sein, den GVO-Anbau in ihrem Hoheitsgebiet eigenständig zu verbieten. Hierdurch und durch die bestehende Haftungsregelung wird nicht nur die Rechtssicherheit der zukünftigen Verbote gestärkt, sondern dem Gentechnikgesetz auch föderalen Charakter zugestanden. Mit Hinblick auf die Diversität der landwirtschaftlichen Ökosysteme und Arbeitsbedingungen in Deutschland ist dies von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat unser vielgescholtene Minister Christian Schmidt einen Gesetzentwurf vorgelegt, den nicht mal unsere Kollegen der Grünen Fraktion guten Gewissens ablehnen können. Dank u voor uw opmerkzaamheid. Die Kollegin Dr. Kirsten Tackmann spricht jetzt für die Fraktion Die Linke.